Jo Leute, was geht ab? Willkommen zum ultimativen Bike-Check von meinem neuen Bike-Sponsor und meinem neuen Bike. Das Radl bin ich jetzt eine ganze Woche für das Videoprojekt It's a Match auf Madeira gefahren und es ist ultra geil, ich feiere es mega. Rahmen, Geometrie, alles passt, geile Komponenten dran von meinen Sponsoren. Also richtig, richtig cooles Setup dieses Jahr. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf die einzelnen Parts ein und let's go. Also, kommen wir zum absoluten Sahnestückchen von dem Radl. Das ist der Rahmen, sogar hier mit Corby Welcome to the Family drauf. Richtig, richtig nice. Und der Rahmen ist ein Ghost Riot AM Full Party in der Carbon-Variante. Für die Leute, die lieber einen Motor drin haben im Radl, das Fahrrad gibt es auch als Path Riot Variante. Und zwar ist das 1:1 das gleiche Fahrrad. Werde ich dies hier auffahren. Gleiche Geometrie, auch der Traction Link drin. Alles Geile, was Ghost hat. Checkt es mal aus auf der Webseite. Mega, mega nice Bike. E-Bike immer geil. Natürlich hat der Rahmen auch ein paar krasse Features, wie zum Beispiel der Traction Link. Da habt ihr wirklich permanent Bodenhaftung, egal ob Uphill, Downhill, auf dem Trail, perfektes Bremsverhalten. Also es ist crazy, wie man das spürt und in jeder Kurve können sie halt durchheizen wie bis zum geht nicht mehr. Genau, ich fahre es in Größe M, bin 1,80 groß. War echt perfekte Geometrie für mich. Cooles Handling beim Schnellfahren, cooles Handling beim Springen. Also taugt mir echt mega, mega gut. Ist auch super, super leichtes Fahrrad. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts zum Sagen. Farbkombo ist geil, also relativ schlicht. Das glänzt ja auch so ein bisschen. Da habe ich noch so Riesel-Designfolie drauf gemacht, dass es keine Steinschläge gibt. Also geiles Radl. Ich habe einen neuen Suspension-Sponsor für dieses Jahr. RockShox nennt er sich. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ein Begriff in der Mountainbike-Branche. Na, ultra geil. War schon immer ein Traum. Also bin mega, mega happy. Bin früher auch oft RockShox gefahren an meinen alten Fahrrädern. Genau. Und hier habe ich eine RockShox Zep vorne drin. 160 mm. Die neue. Und hinten habe ich ein RockShox Ultimate Super Deluxe drin. Auch geil. 140 mm. Eigentlich für so Trails wie Madeira und das ganze Zeug wie bei uns rum, perfekte Kombo, 160 vorne, 140 hinten, mehr brauchst du eigentlich nicht. Kommen wir zum den Laufrädern und den Reifen. Reifen habe ich wieder Schwalbe, wie schon die letzten zwei Jahre. Ja, mein absoluter Lieblingsreifen, vorne Magic Mary, hinten Big Betty, das ist eigentlich so die Kombo, wo ich schon ewig fahre jetzt. Wir haben vorne die Super Trail Karkasse und die Addix Soft Mischung und hinten haben wir auch die Addix Soft Mischung, aber Super Gravity, weil es einfach mehr Sinn macht, gerade der Durchschlagschutz und bei den ganzen Kurven, Neiheizer da, die Braberei, ist das halt einfach geiler, weil man viel mehr Seitenwand und den ganzen mehr Halt hat, sozusagen. Genau, 29 Zoll hat das Rad, vielleicht habe ich das vergessen zu sagen. Bin ich schon auch in meine alte Räder gefahren, also ist nichts Neues für mich, das kann ich jetzt schon. Genau, Laufräder sind von Newman dieses Jahr, wieder Back on Newman Wheels. Genau, Carbon-Laufräder, 30er Breite, noch nie Probleme damit gehabt, auch noch nie zentriert, also bei den alten Rädern, taugt mir ultra. Genau, tubeless Setup, ohne Tire Insert. Und genau, ja. Kommen wir zum Cockpit. Da haben wir einen Sixpack Millennium Lenker in 775 Breite. Wunderschönen Made in Germany Sixpack Vorbau. 40 mm lang, geile Sixpack Griffe. Und natürlich meine absoluten Favorite Bremsen, Shimano XT. Vierkolben, gibt es nichts Geileres für mich. Für schnelle Manuals, für alles schnell zum Stande kommen. Gibt nichts Besseres. Dann Shimano XT 12-Fach-Schaltung. Habe ich auch schon seit 100 Jahren dran. Funktioniert, hat sich bewährt. Ja, ist ein geiles Ding. Neu ab diesem Jahr Fitlock. Richtig cool. Habe die Flasche eigentlich auch schon immer dran. Seit es die Dinger gibt, ist die geilste Erfindung mit dem Magnet. Ding, noch nie weggeflogen. Kann man ein bisschen was Wasser trinken oder Spezi. Ich habe meistens Spezi drin. Aber ja, genau. Wo geht's weiter? Genau, Pedale, Sixpack-Pedale, wieder Flats. Ich habe mal überlegt, ob ich Klickpedale ausprobiere. Werde ich wahrscheinlich irgendwann mal Mitte des Jahres, wenn ich mehr Trail shredde. Aber jetzt auf jeden Fall
Flat Pedals, Sixpack Sattel, 8-Pin Sattelstütze. Habe ich kein Sponsoring, aber wollte die einfach mal ausprobieren. Hat sich auch ganz gut bewährt. Ja, sonst haben wir eigentlich echt das ganze Fahrrad erklärt. Ich bin super happy, jetzt für Ghost unterwegs zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Traum. Und wer es nicht weiß, mein allererstes Mountainbike war ein Ghost Kagua. Also ich bin eigentlich wieder back on Ghost Bikes, kann man sagen. Ja, falls ihr das Video nicht angeschaut habt, it's a match. Richtig, richtig cool geworden. Ja, haben wir uns brutal viel Mühe gegeben, jetzt eine Woche lang. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat der Bikejack getaugt. Das ist das ultimative Fahrrad, auf dem werdet ihr mich jetzt öfter sehen. Oder wahrscheinlich die ganze Saison sogar. Und ja, haut's rein. Schaut die anderen Videos an. Cheers.